Leute, ich weiß, es war eine harte Zeit. Es gab jetzt quasi 3 Wochen keine Community Time. Das macht mich richtig wütend. Und damit willkommen zur Community Time am Freitag und zum Thema: Was macht euch eigentlich richtig wütend? Ich habe gestern auf meinem Facebook-Profil einmal gefragt, was macht dich so richtig wütend? Denn ich bin derzeit echt wütend. Und zwar wütend auf das, was kommen wird, nämlich wahrscheinlich die Landtagswahlen und ganz vielen Idioten, die AfD wählen werden. Das macht mich wütend. Doch die Frage ist, was macht euch eigentlich wütend? Und ich habe die besten Antworten einmal zusammengesucht und habe 2 Videos gemacht. Einmal das hier auf meinem Kanal und dann könnt ihr euch noch ein zweites Video anschauen, nämlich das auf dem Kanal von Joyce. Wie immer findet ihr den Link unten in der Infobox zu dem Video. Fangen wir einfach mal an. Carina schreibt: Frauentausch macht mich richtig wütend. Jedes Mal schalte ich weg und wieder hin, wenn woanders Werbung ist und dann schnell wieder weg. Furchtbar, diese Leute. Also ich persönlich kann natürlich nachvollziehen, wenn man sich über diverse Sachen im Fernsehprogramm aufregt. Jedoch kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass man sich immer noch über Frauentausch aufregt. Weil ganz ehrlich, wir alle kennen Frauentausch schon Ewigkeiten und wir wissen, was passiert. Und in unserer heutigen Zeit hat man doch so viele Fernsehsender, dass eigentlich die Wahloption immer da ist. Oder Carina, was ist denn das, was du stattdessen schaust? Ich zum Beispiel gucke auch echt gerne und viel Fernsehen und ich sehe nie Frauentausch. Ich stoße da gar nicht drüber. Also, entweder mache ich was richtig oder was falsch. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich kann nachvollziehen, dass du Frauentausch nicht magst. Das geht mir ehrlich gesagt ähnlich. Nicole, Essgeräusche und leere Toilettenpapierrollen. Also Essgeräusche finde ich persönlich nicht ganz schlimm. Was ist denn das, was dich daran so extrem nervt, liebe Nicole? Schreib es mal gerne in die Kommentare. Viel krasser finde ich leere Toilettenrollen. Und da gibt es, kann ich mal so aus dem Internen plaudern, hier bei uns im Joyce-Büro, gerade heute eine Rundmail an die Herren der Schöpfung, und da zähle ich dazu, dass wir zukünftig noch ein bisschen besser darauf achten sollten, wenn das Toilettenpapier hier in den Büroräumen leer ist. Das sind unsere redaktionellen Probleme. Jerry. Und Jerry hat tatsächlich etwas, was ihn wütend macht, was ich total gut nachvollziehen kann und was ich ähnlich sehe. Jerry schreibt: Menschen, die andere wegen Herkunft, Handicap oder sonstigem mobben oder ausschließen. Ich finde sowas nicht richtig, denn jeder Mensch ist, egal ob Handicap, Herkunftsland oder sonstigem, gleich und sollte auch gleich behandelt werden. Sowas macht mich einfach wütend. Richtig. Noch zumal obendrauf, zu dieser Ungerechtigkeit kommt ja auch noch, dass man nichts dafür kann. Also, ne, also ob man jetzt hier oder da geboren wird, ich finde es ganz schlimm, wenn gerade jetzt in diesen Zeiten von AfD und Co. sich Leute was darauf einbilden, deutsch zu sein, was auch immer das heißt. Weil ganz ehrlich, ich habe dafür nichts getan, dass ich in Deutschland geboren wurde, also kann ich mir darauf auch nichts einbilden. Ich kann maximal meinen Eltern gratulieren, dass sie so mutig waren und sich fürs Kinderkriegen entschieden haben. Ist das eigentlich dolle mutig? Also, wenn ich jetzt an mich denke, war das mutig, Mutti? Mal gucken. Mike, mein dauerlärmender Nachbar. So kann ich nicht arbeiten. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt sehr, sehr spießig klingen werde. Ich reg mich auch gerne über meinen Nachbar auf. Allerdings ist mein Nachbar auch eine Bar, die grundsätzlich ab Mittwochabends zur Disco wird. Und direkt unter meinem Schlafzimmer, direkt unter meinem Bett ist die Stereoanlage, beziehungsweise sind die Boxen installiert. Und ich weiß nicht, ob es spießig ist, wenn man an einem Donnerstagmorgen, nachdem man Mittwoch spät nach Hause kam, irgendwann um 5.30 Uhr in der Bar steht und darauf hinweist, dass man schlafen will. Naja, Katrin, die ganze heutige Gesellschaft mit ihrem Neid, Missgunst, Macht und Geldgier sowie dieser permanenten Verlogenheit. Chill. Katrin, das klingt jetzt aber nicht so geil, ehrlich gesagt, als ob du ziemlich viele schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ich persönlich bin ja gar kein Fan von so generalisieren, also zu sagen, die ganze Gesellschaft ist schlecht, weil letztendlich gehörst du zur Gesellschaft und tatsächlich gehöre auch ich zur Gesellschaft. Und jetzt ist die Frage, bist du schlecht, bin ich schlecht? Das finde ich natürlich schwierig, aber klar. Ich habe aber das Gefühl, dass Neid und Missgunst, Macht und Geldgier schon immer da waren. Dass das so ein menschlicher Scheiß ist. Ohne, dass ich es jetzt genau weiß, ich glaube sogar, dass das in Anleihen sogar so in der Bibel zitiert wird. Also,
Wie ist das? Du sollst irgendwie nicht das Hab und Gut deines Nächsten begehren oder irgendwie so ein Quatsch. Selbst da steht es schon drin. Das zeigt also, dass es eigentlich nicht die heutige Gesellschaft ist, sondern die menschliche Gesellschaft schon immer neidisch und geldgierig und machthungrig war. Tabea, mich macht richtig wütend, wenn eine Person lügt und ich dann herausfinde, dass es gar nicht so war. Was mich auch noch wütend macht, wenn Menschen vorurteilen und gar nicht weiß, wie man als Person ist. Kann ich nur unterschreiben, macht mich genauso wütend. Stefan schreibt unter anderem, Menschen, die meinen, Zigaretten rauchen, wäre gesünder als Dampfen. Menschen, die mich komisch angucken und mir Ratschläge geben, nur weil ich sage, ich bin vegan. Das finde ich ganz interessant, weil diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Komisch angeguckt wird man sehr, sehr oft, wenn man über das Vegansein spricht. Und man muss immer, und das nervt mich tierisch, man muss immer Fragen beantworten. Ich finde es dann okay, wenn diese Fragen auf so eine gewisse Neugierde münzen. Dann finde ich es super. Dann mache ich es auch gerne mit. Ich finde es wirklich nervig, wenn ganz, ganz viele Leute einfach immer nur, wie schaffst du das? Nee. Also ich könnte das ja nicht. Ja, ich will auch gar nicht, dass wer anders das kann. Wenn ich für mich das entschieden habe und es durchziehe und es cool ist für mich, dann ist es okay. Das ist aber nervig, wenn man sich immer rechtfertigen muss vor jedem, warum man das tut. Ah, Stefan, ich bin so bei dir. So bei dir. Chris, eigentlich im Moment fast die ganze Welt. Sei es Trump, die AfD, Kim Jong-un oder die Lage in Syrien und Co. Die macht mich auch sehr, sehr wütend. Aber weißt du, was mich noch wütender macht, Chris? Mich macht noch wütender, dass die Weltgemeinschaft, die massiv in der Überzahl ist, es nicht gebacken bekommt, zusammenzuhalten, diese Probleme anzugehen. Das macht mich richtig wütend. Was macht euch wütend? Schreibt es in die Kommentare unter die Infobox hier und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Bock auf Community Time habt und Bock auf Videos und mich auf meine Reisen begleiten wollt. Ich kann ja schon mal ankündigen, ich bin demnächst in London und freue mich da sehr drauf. Und genau, das kommt jetzt. Und dann würde ich mich freuen, noch über ein paar Kommentare von euch. Also packt es unten rein, was macht euch so richtig wütend? So. Ah, nicht vergessen, es gibt ein zweites Video und zwar auf dem Kanal von Joyce. Den Link dazu, den findet ihr auch hier. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Community-Tag.